Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search Aktienbildung und in diesem Video geht es um Dignity PLC. Das ist der Marktführer in England für Bestattungsdienstleistungen und auch den Betrieb von Krematorien. Ja, das ist meistens in Deutschland oder auch in UK in der Hand von ganz kleinen Familienunternehmen, die hat Dignity aber nach und nach aufgekauft, denn eigentlich kann man nur so wirklich wachsen. Und weil es ist meistens auch immer sehr verzahnt mit den lokalen Krankenhäusern, die dann mal den einen oder anderen anrufen. Aber es ist trotzdem ein privates Business, das Krematorium auch. Ja. In Deutschland ist das oft noch von der Stadt betrieben, in England von einer privaten Firma. Eigentlich ist es natürlich so, es gibt ja den schönen Spruch, gestorben wird immer, ein sehr krisenbeständiges Geschäftsmodell, zumal damit gerechnet wird, dass die Todeszahlen in den nächsten 20, 30 Jahren wegen der demografischen Entwicklung auch in England ansteigen werden. Jetzt schauen wir uns aber mal die Präsentation an. Warum ist das jetzt zwar mal ein Anlegerliebling, diese Aktie? Wegen dieser Beständigkeit. Diese angesprochenen Zukäufe sind aber durch Schulden erzielt worden. Und was wichtig ist, oft haben sie dann die Preise erhöht und inzwischen sagt der Staat auch, hey, das ist eigentlich viel zu teuer. Wir schauen uns das mal genauer an, weil das oft gerade, vielleicht kennt es der eine oder andere selber, man ist dann in einer emotionalen Ausnahmesituation, ähnlich wie bei einer Hochzeit. Man muss dann schnell eine Entscheidung treffen und man will ja auch nicht sparen, auch wie bei einer Hochzeit, das sind so zwei Lebensevents und da gab es so ein paar Skandale, dass halt irgendwie, sag ich mal, Trauernde in irgendwelche teuren Verträge reingepresst worden sind. Inzwischen, was noch jetzt dazu kommt, es gibt auch mehr Konkurrenz und auch gerade, wenn jetzt zum Beispiel ein 80-Jähriger stirbt, die Kinder oder Enkel schauen vielleicht auch mal und vergleichen im Internet oder organisieren das im Voraus. Also es gibt einfach deutlich mehr Preisdruck. Und was neben dem Regulator noch zukommt, dass komischerweise auch kurzfristig die Todeszahlen in England runtergegangen sind. Wahrscheinlich wollen alle noch den Brexit abwarten, wie das ausläuft und weigern sich zu sterben. Und deswegen haben die Aktie auch ein sehr schlechtes Quartal gemacht. Und wir sehen hier, die ist von fast 2700 jetzt auf 500 Pence runtergegangen. Das ist eigentlich für so ein stabiles Geschäftsmodell natürlich schon interessant, aber selbst unter die Unterstützung aus dem Jahr 2009 ist sie jetzt runtergefallen. Man könnte sagen, es ist ein super Schnäppchen, aber die Firma hat halt auch sehr viel Schulden und dann dadurch relativiert sich das auch wieder ein bisschen. Trotzdem kann sowas natürlich eine Chance sein, wenn die Firma die Kurve kriegt. Ja, aber die Zahlen waren wirklich sehr, sehr schlecht. Wir sehen hier, der Gewinn oder der Cash hat sich halbiert. Und das ist aus den angesprochenen Gründen passiert. Auch die Dividende wurde ausgesetzt. Wie gesagt, es gibt mehr Konkurrenz, es gibt Preisdruck, es gibt weniger Tote und es gibt den Regulator, der auch so ein bisschen Druck macht. Also davor hat man zum Beispiel, konnte man organisieren, dass man vor seinem Ableben schon den Vertrag abschließt. Diese Praxis steht jetzt auch unter Beobachtung. Aber trotzdem sollen bis 2040 die Todeszahlen stark ansteigen. Ja? Und der Markt ist halt, deswegen finde ich die Aktie halt trotzdem spannend, sehr krisenunabhängig. Ja, sie haben 12% Marktanteil bei Bestattungen und bei Krematorien. Das ist ungefähr gleich wichtig. Haben sie, glaube ich, sogar jetzt ihren Marktanteil ausbauen können. Ja? Hier ist es auch nicht ganz so schlimm, aber wir sehen trotzdem, diese Todeszahlen haben sehr großen Einfluss auf die Profitabilität, weil ich stelle ja die Infrastruktur zur Verfügung, die Mitarbeiter werden bezahlt und die warten eigentlich nur, dass jemand stirbt und wenn dann mehr Leute sterben, hat das einen sehr großen Einfluss auf meinen Gewinn. Dazu kommt noch, dass sie irgendwie die Kosten hochgegangen sind. Also es war wirklich ein furchtbares Quartal, plus mit den Schulden. Aber sie wollen natürlich jetzt Gegenmaßnahmen einleiten. Das kann man natürlich jetzt, weiß man nicht, ob das gelingt. Hängt natürlich auch ein bisschen von den Auswirkungen der Regulatorien ab, die in England kommen. Die Firma ist aber immer noch profitabel und könnte natürlich auch einzelne Geschäfte oder solche Krematorien verkaufen. Ja, wir sehen aber hier, dass wirklich 550 Millionen Pfund Schulden ausstehen. Das sehen wir auch hier. Und dadurch haben wir ein Leverage, ja, das ist das Sechsfache vom EBITDA. Und das ist schon sehr, sehr
viel und geht in den gefährlichen Bereich. Deswegen kann es auch noch zu einer weiteren Übertreibung nach unten bei dieser Aktie kommen, weil dann Leute damit rechnen, dass die Firma irgendwie pleite geht oder einfach darauf spekulieren, dass die Schuldenlast zu groß ist. Ja. Wir sehen hier dieses Net Debt von immerhin einer halben Milliarde, also klar, ein bisschen Cash haben sie noch. Das ist, glaube ich, so das große Problem. Ohne die Schulden, glaube ich, wäre das eine sehr, sehr spannende Möglichkeit. So müsste man das, glaube ich, abwarten, aber sonst wäre die Aktie auch nicht so runtergekommen. Ob es je wieder so gut wird, ist die Frage, weil das Geschäftsmodell, wie gesagt, wer hat diese kleinen Geschäfte gekauft mit Schulden, dann die Preise erhöht, da wird es natürlich jetzt mehr Gegenwind geben. Trotzdem glaube ich, ähnlich wie bei Restaurants auch, es gibt gewisse Skalenvorteile. Ja. Wir haben hier die Webseite gesehen, das sowas schafft natürlich so ein Drei-Mann-Betrieb nicht so gut. Ja. Ich kann günstiger einkaufen, ich kann hier auch die Leute gut informieren, ich kann digitales Marketing machen. Das sind sicherlich Sachen, wo sich eine kleine Firma schwer tut und wo man dann natürlich dann auch einen Vorteil als großer Anbieter hat. Ja. Plus sie rechnen damit auch wieder, dass sich im zweiten Halbjahr die Anzahl der Toten stabilisiert, also nach oben geht. Und das soll sich bis 2040 wirklich stark steigern. Ja. Das ist natürlich so ein Trend, der jetzt nicht wegzudiskutieren ist. Sie haben, wie gesagt, 800 Zweigniederlassungen. Also wenn man es dann auf die Marktkapitalisierung rechnet, ist es nicht so teuer, selbst wenn man die Schulden dazu nimmt, wäre dann jede Niederlassung so 1 Million, wäre das dann schon viel, so ist vielleicht noch 300.000. Das erscheint jetzt nicht so viel, vor allem mit den Krematorien. Ja, die sind natürlich ein bisschen mehr wert als irgendwie so ein kleiner Shop. So was gibt es jetzt als Note. Dann natürlich das Umsatzwachstum nachgelassen ist und die Bilanz so schwach ist, ist es ein unterdurchschnittliches Unternehmen. Die große Stärke der Antizyklität ist durch die aufkommende Regulierung auch weg. Trotzdem finde ich, kann man für so eine Firma ein 14er KGV noch zahlen. Und wir haben gesehen, aktuell sind wir, je nachdem wie die Schätzungen sind, bei 8,5, vielleicht auch bei 10. Das ist natürlich jetzt hier nicht immer alles aktuell. Aber die Aktie ist nach diesem Absturz natürlich schon sehr günstig geworden. Und deswegen kommt sie bei mir mal trotzdem auf die Watchliste. Und vielleicht wird sie auch Teil des Wikifolios Nebenwerte Europa. Da könnte sie zum Beispiel reinpassen, weil es ja ein europäischer Wert ist mit einer geringen Marktkapitalisierung. Und da, wenn sich das stabilisiert, auch gerne mal eine 1%-Position, weil es unter dem fairen KGV wäre. Klar, es ist kein Qualitätsunternehmen, aber der Abstand zum fairen KGV ist doch sehr, sehr hoch. Und das wäre sicherlich was, wo dann viele Leute draußen sind, aber das muss man natürlich weiter beobachten. Aber so eine Aktie, ich glaube nicht, dass wir hier auf absehbare Zeit wieder dahin kommen, aber dass man vielleicht wieder auf 1000 Pence geht, wenn es nicht alles ganz so schlimm kommt, wäre auch eine Verdopplung, halte ich durchaus für möglich. Idealerweise würde sich aber erst auch noch ein bisschen der Chart so stabilisieren, dass so 1-2 Monate seitwärts läuft, bevor es vielleicht dann zu einer Gegenbewegung kommen würde, wenn nicht irgendwie eine sehr positive, überraschende Nachricht kommt. Das war meine Meinung zu Dignity PLC, dem Marktführer für Bestattungen in UK, England.